So, boah, jetzt mache ich es mir erstmal voll bequem. Ah, so, tralali, tralala. Eigentlich brauche ich das Mikrofon gar nicht mehr, weil ich nehme ja nichts auf. Deswegen kann ich das Mikrofon eigentlich auch beiseite packen. Warte mal, so, zack. Dann machen wir das so. Dann schieben wir mal beiseite. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Ah, warte mal eben, ich muss mal eben noch mal einen Schluck trinken. Warte mal. Für alle, die da sind, hallo. So, genau, ich wollte in einer anderen Galaxie fliegen, ich habe aber keinen Treibstoff. Das heißt, ich muss Plutonium sammeln. Und zwar auf einem Mond, wo es so gut wie nichts gibt. Das ist natürlich super. Ja, schauen wir doch mal. Ich hoffe, ich werde hier trotzdem fündig. Alter, sieht das geil aus. Entschuldigt bitte, aber ich muss das Ganze. Ich sehe den Chat ja trotzdem. Wenn ihr irgendwas schreiben wollt, ich muss das ganz ehrlich. Ich liebe das Spiel, wenn man das auf Vollbild spielt. Ich muss mal gucken, dass ich meinen. Ich weiß nicht, wie mein Bild ist. Ah! Hallo! Willkommen in meinem Wohnzimmer. Ah, da ist Plutonium. Ja! Normalerweise meine Hackfresse stört eigentlich auch im Bild. Weil ganz ehrlich. So, das reicht eigentlich schon. Kriege ich das da hinten? Ah, das ist zu weit weg. Egal, aber das reicht eigentlich schon. Ach, komm an. Nehme ich trotzdem mal mit, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Ist natürlich super, dass ich da oben bin. Warte mal, kann ich das. Ich glaube, ich mache mein Bild mal auf die andere Seite, damit man die Anzeigen sieht. Erweiterte Einstellung, Kameraeinstellung. Links, ja. Ich glaube, so ist, glaube ich, besser. Ja. Hallo. So. So. Und wie ihr seht, ich habe immer noch mein Raumschiff. Ich bin aber dabei, gerade ein neues zu kaufen. Ich finde aber noch kein vernünftiges. Deswegen wollte ich mal in eine andere Galaxie reisen. Achso, nicht genügend Treibstoff. Ja, ich fülle das mal eben auf. Juppie. Mir kann jetzt auch der Bug kommen, dass ich ins Weltall fliege, ist mir egal. So, dann gucken wir noch mal. Freier Flugmodus. Wo fliegen wir denn mal hin? Was haben wir hier? Warte mal, kann ich? Ich will mal. Nein, ah. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Gibt's irgendwas? Hallo? Ah, da wurde schon was entdeckt. Das ist ja interessant. Zwei Planeten, ein Mond. Von einem gewissen Sensimagine. Hier auch Sensimagine? Aha. Such läuft, was Neues gefunden. Jetzt funktioniert das auch. Das funktionierte vor kurzem noch nicht. Ah, hier. Von Coolman 69. Guck mal an. Da können wir mal hinreisen. Sechs Planeten. Machen wir mal. Gucken wir uns mal an, was er da so gemacht hat. Weil das habe ich vorher noch nie gehabt. Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter! Was ist das denn hier? Da
Gas wurde also von Coolman entdeckt. Mr. Coolman 69. Ja, schön. Was ist denn das hier? Ach, das ist die Raumstation oder was? Hui. Mal gucken, welche Schiffe hier ankommen. Vielleicht nehme ich mir eins mit heute. So, angekommen. Sehr schön. Haben wir eigentlich irgendwas gefarmt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, zum Verkaufen haben wir nichts. Was haben wir denn hier? Hallo, mein Freund. Sei gegrüßt. So, was haben wir hier? Forschungsentität. Adakun. Risk klarstellen. Gut, Entität. Nobsu Glatsu. Entität. Neutleisch. Nikon. Hoch. Grüße an Natur-Xi. Die elektronische Lebensform deutet an, dass sie Hilfe mit etwas auf ihrem Bildschirm benötigt. Sie zuckt und vibriert eher. Sie meinen Finger in Richtung Bildschirm zieht. Als meine Hand in die Richtung Stelle ist, schaltet sie plötzlich ihre Maskenlichter aus, um meine wichtige Entscheidung nicht miterleben zu müssen. Es gibt drei deutliche Bilder, aus denen ich im Auftrag der Entität wählen kann. Gefährliche, aussehende Räuber, ein geologisches Bergbaugutachten und eine Asteroidenhaufen in einer Umlaufbahn. Klarstellen, Entität hoch. Räuber vielleicht? Sie überreicht mir es mit Dank. Ja, Multiwerkzeug. Alter, was ist das denn? Hui. Vergleichen wir mal. Hat 17 Plätze, ist vom Abbauen her schlechter wie unsere. Vom Schießen auch, weil wir ja schon ausgebaut haben. Ich glaube, ich bleib bei meiner. Ja, ich glaube, ich bleib bei meiner. Aber danke. So. Der galaktische Markt. Schauen wir mal, haben wir was zu verkaufen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ja gut, Eisen. Wir können ein wenig Eisen verkaufen. Was haben wir noch? Zink, ja, Iridium können wir loswerden. Ansonsten. Oh, guck mal hier. Auf jeden Fall. So, ihr seht schon, ich habe... Ja gut, ihr seht es nicht, aber ich habe... Ich hänge mit meinem Bild über die Kohle. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wo ich meine Hackfresse hinmachen soll, ganz ehrlich. Ist hier... Ich bin so alleine. Ist kein Schiff gelandet. Wundert mich ein bisschen. Normalerweise landen immer etliche Schiffe. La, 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 la. Alter, was kommt denn da? Alter, was ist das denn? Boah, was ist das denn für ein Ding? Sieht das hässlich aus. Wenn diese Kugeln nicht wären, ne, wäre das Ding voll geil. Aber diese Kugeln sind irgendwie... Ich weiß nicht. Nee. Also, nee. Kommt da noch was angeflogen? Da hinten kommt, glaube ich, noch eins. Wie viel will der denn für sein Schiff hier haben? Nalchima. Physiker. Hallo, mein Freund. Was willst du haben für dein Alter? 13 Millionen! Willst du mich verarschen? Alter, 34 Plätze. Ein Traum. Das wäre so ein Traum. Ich glaube, ich habe circa 7 oder 8 Millionen auf dem Konto. Alter, 13 Millionen, willst du mich verarschen? Ich glaube, ich spare noch ein bisschen. Alter, das ist ja übel. Das wird ja mal teurer. Je mehr Units man hat, desto teurer wird es. Kann das sein? Ich bin unzufrieden mit meinem Bild, weil das so oben links in der Ecke ist. Weil man die Units nicht sieht. Das ist ein bisschen doof. Ich schau mal, ob ich das nochmal umstellen kann. Warte mal. Erweiterte Einstellung, Kameraeinstellung, warte mal, wie ist es denn besser? Rechts ist da, unten links ist da, unten rechts da vielleicht, ist es da? Ja, vielleicht da ist es ganz cool. Okay, da kann man es glaube ich lassen. Hallo, ich bin hier unten, unten links in der Ecke. Vielleicht mache ich das
Warte mal. Freimesser, glaube ich, so ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? So bin ich da unten links in der Ecke. Bisschen ungewohnt, ich weiß. Aber ich glaube, so kann man wenigstens auch die Units sehen. Ja, guck mal, 7,7 Millionen haben wir. Alter, dieses Schiff, 13 Millionen, ganz ehrlich. 34 Plätze, ein Traum. Das wäre so ein Traum, wäre das. Aber wir können währenddessen mal gucken, was die Planeten hier für uns bereithalten. Vielleicht können wir ja da ein bisschen was farmen. Geronimo! Aha, entdeckt von Coolman. Hat er alle entdeckt hier? Nee, den nicht. Dann reisen wir doch mal dahin. Der Planet ist total unentdeckt. Oh, wir brauchen ein bisschen Tamium, sehe ich gerade. Haben wir gar nicht mehr, ne? Nö. Guck mal nochmal ein bisschen Tamium hier. Ob wir schon dabei sind. Weil ich will unbedingt das nächste Schiff, was wir haben, will ich unbedingt ausbauen und perfekt machen, dass wir das... Weil ich will jetzt ein Schiff haben, womit ich auch gut kämpfen kann. Falls wir da mal wieder angegriffen werden. Hat er den auch nicht entdeckt, den Planeten? Den hat er auch nicht entdeckt. Ich glaube, wir fliegen mal dahin. Ich glaube, der sieht so ein bisschen erdemäßig aus. Vielleicht finden wir ja da mal irgendwas. Schauen wir mal. La 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 la. Ein wenig den Ventilator richten. So. Es kann sein, dass es ein bisschen verpixelt ist, wenn diese bunten Strahlen kommen. Das liegt aber daran, weil der Codec nicht hinterherkommt vom Stream mit den Farben. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen pixelig. Wer sind eigentlich alles da? Jackson ist da, Niki ist da, Sascha ist da, Schneckebiss ist da, Jürgchen ist da und Zeus ist da. Hallöchen, willkommen. Der Planet sieht aus, als würde da Schnee geben, aber man weiß ja nie. Sie sehen ja von außen immer ein bisschen anders aus, als wie sie wirklich sind. Und ich hoffe, wir werden nicht angegriffen von irgendwelchen Raumschiff-Piraten. 24 Sekunden sind wir da. So. La 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 la. La 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 la. In 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Er ist rot, oder? Oder? Oh, was sehen meine Äuglein denn da? Was ist das denn hier? Ich bin gespannt, was der Planet alles so drauf hat. Nicht viel anscheinend. Oh Gott, hohe Alarmstufe. Leer unentdeckt. Ah, okay. Aber Zink können wir schon mal mitnehmen. Gold. Okay, die Wächter sind hier sehr, 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 sehr stark. Also sehr, sehr angriffslustig. Die Frage ist, bleiben wir hier? Oder reisen wir nochmal zum anderen Planeten? Dann weiß ich, ist keine gute Idee. Weil die können ganz schön nervig werden. Sobald man anfängt, irgendwas abzubauen, sind die sofort stinkig. Also die greifen auch an, ohne dass man irgendwas macht.
Vielleicht ist er ja auch drüber geflogen, dieser Cool Man. Boah, Alter, geil. Und dachte sich dann auch so, nö, da ist ja nix. So, war das der Planet, der auch unentdeckt war? Ja, da reisen wir mal hin. Komm. So, Max den Singer! Ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo! Ah, lalalala. Hui. Boah, das mit VR. Gott, freue ich mich. Hab heute noch gelesen, dass bei vielen Spielern No Man's Sky nicht so toll ankam, weil es wohl am mehreren Stunden immer das Gleiche ist. Ja, es ist sehr repetitiv, ne? Also es ist immer das Gleiche. Das stimmt schon, da ist was Wahres dran, aber es kommt immer auf einen selber drauf an, was für Erwartungen auch man an das Spiel hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt's, weil ich mag so Spiele mit Erkundungen und Ressourcenmanagement und tralala und mit Abbauen und ich mag das. Und ich finde das voll geil. Also ich habe mir immer ein Raumschiffspiel gewünscht, immer. Wo du vom Planeten runterfließt, ohne Ladezeit, ohne alles. Und das bei mir trifft es irgendwie. Volkmar, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Ja, war klar. Warum soll ich auch mal ohne feindliche Schiffe da ankommen? Wo ist er denn? Da. Ich hoffe, es ist nur eins. Willst du mich verarschen? Ja, ja, ja. Wir haben ihn. Alter. Schwupps. So, jetzt können wir wieder da runterfliegen. Lemmium und Aluminium haben wir gekriegt bei ihm. Wir können mal unser Schild wieder aufladen, so langsam. Weil er es runtergeballert hat. Also wir brauchen unbedingt ein stärkeres Schiff, definitiv. Das ist Pflicht jetzt mittlerweile in den anderen Galaxien, weil wir haben manchmal echt mit 4-5 Schiffen zu kämpfen, die alleine, und das ist echt abnormal. So. Ich hoffe, da gibt es ein bisschen was zu farmen. Weil, boah, ganz ehrlich, Alter, der will 14 Millionen haben für sein Schiff. 14 Millionen für 32 Plätze. Ist überhaupt nicht übertrieben, überhaupt nicht. Aber gut. Ist voll nicht übertrieben, voll nicht. Na gut. Ich meine, ich fand es nicht so schön, diese Kugel da an der Seite. Vielleicht gibt es ja noch andere Schiffe. Weil ich hatte eins gesehen, aber das habe ich nie wieder gesehen. Das hatte, glaube ich, 28 Plätze. Kostete, glaube ich, 5 Millionen. Das war auch sehr geil. Weil es muss mir irgendwie auch gefallen. Und so langsam bin ich es leid, mit unserem Bus hier entlang zu tingeln, den wir damals gekauft haben. Ich meine, hat seinen Zweck erfüllt. Gibt nichts. Möchte ich nicht drüber streiten. Und wir müssen eine neue Antriebszelle finden. Also einen neuen Antrieb. So. Dann schauen wir mal, was der Oslutsche... Harry, der Harry so für uns hat. Ich lass mich da sehr überraschen. Und ich hoffe, er ist nicht rot oder braun. Er ist gasig grün. Gibt's denn hier wenigstens Bäume oder sowas? Nein. Das gibt's doch nicht. Oh doch, es gibt ein paar Bäume, aber es sieht sehr... warte mal. Was sehen meine Äuglein denn da? Warte mal. Radioaktive Stürme, typisch mittelmäßig knapp. Radioaktive Stürme, das heißt, wir brauchen echt hier unseren Exo-Anzug. Sollten wir definitiv Power geben. Das heißt, ich brauche Zink auch jede Menge. Zink und Eisen. Tamio nehme ich nochmal mit. Was bist du denn da hinten? Plutonium können wir auch nochmal mitnehmen, vorsichtshalber. Du bist doch auch irgendwas. Du bist doch bestimmt Iridium, oder?
So. Alter, wie geil das hier aussieht. Was bist du denn? Iridium, jawohl. Nehme ich mit. Das wird jetzt ein bisschen dauern, liebe Leute, aber... Und wir brauchen Kohlestoff. Ich habe keine Kohlestoff mehr. Da ist Kohlestoff. Weil wir brauchen das ja für die Waffe. Dann fülle ich mal eben einmal ganz grob unsere Waffe auf. So, warte mal. Weil dann haben wir das. Und dann können wir hier getrost erstmal Iridium abbauen. Ganz in Ruhe, entspannt. La, 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 la. So, ja, falls ihr Fragen habt, noch unschlüssig seid oder so, No Man's Sky oder was, oder irgendwie könnt ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Ja, genau, flieg ich noch in meinen Strahl rein, dem Lack. Dieser Wächter, die Wächter, ne, die sind, die kommen immer dann, wenn du sie nicht gebrauchen kannst. Ist meistens so. Hey, vielen Dank für deinen Follower. Folgt mal. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Und wie gesagt, willkommen zum Let's Play Live Show, normalerweise jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Heute Ausnahmestream, weil wir ja heute weiter aufgenommen haben für YouTube. Und zum Ausklingen heute bis Wochenende ein bisschen noch mit Sky so zum Chillen. Weil das ist ja so ein richtiges Streamspiel, das ist ja richtig so zum Entspannen. La, 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 la. Was, Alter? Na toll. Ausgerechnet. Nein, ich schaff das. Alter, ausgerechnet an so einem Grand Canyon steht dieser Iridium-Felsblock. Da ist schon wieder so ein dämlicher Wächter, den hab ich gerade gehört. Der flog schon wieder an mir vorbei. Mein Gott, wie viel Iridium das ist. Das ist ja abnormal. Okay. Hey, hier gibt's ja noch mehr. Yippie. So. La la la. Ja, ja, nimm mal ab, du Strahlungsschutz. Den kann ich. Diese Wächter, ne? Ich sehe es schon kommen. Die fliegen mir gleich in den Strahl rein und dann habe ich Theater. Und dann greifen die mich an, weil die selber zu doof sind, aufzupassen. Wirst du sehen. La, 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 la. Ich baue Iridium ab. Ich baue Iridium ab. Und das nicht zu knapp. Oh nein, es kommt ein Sturm und wir haben, glaube ich, kein Zink mehr für unsere... Oh nein. Für unseren Anzug, oder? Haben wir noch... Nein, haben wir nicht mehr. Oh, 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 oh. Kann ich hier Strahlungsschutz irgendwie... Nein, kann ich nicht. Okay, ich muss das anders machen. Warte. Ich muss nachladen. Warte, warte, warte. Ja, ja, Strafschein entdeckt. Ich muss eben nachladen. Entschuldige bitte. Wow, Alter. Gott sei Dank kann man sich in den Boden reingraben. Alter Schwede. Alter, 10 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur LPLS. Kann ich von hier aus abbauen?